Guten Morgen, meine Kinder. Auch wenn 16 Uhr am Nachmittag ist. Bin ich aber beleuchtet. Mir fällt ein Ton. So. Halt die Fresse. Heute ist ein ganz, ganz besonderer Tag. Heute den 17. Februar. Und ich fahre gleich Marvin in die Doro-Klinik. Kein verrückter Mitbewohner wird sich die Fresse liften lassen. What the fuck? What the fuck? Und ich werde ihn jetzt in die Klinik begleiten. Morgen ist seine OP, also Freitag, der 18. um 7.30 Uhr. Ich mache ein bisschen behind the scenes. Ob er aufgeregt ist, wir werden ein paar kleine Interviews führen. Okay, 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 okay. Und am Montag werde ich ihn dann abholen. We will see. Are you in Paris? Oui. 5 minutes later. So, ich befinde mich im Auto. Hast du schon die Intro aufgenommen? Ja, of course. Mit meinem Nicht-Mitbewohner, den ich zurück in Deutschland geschickt habe. Ja, da wirklich auf der Straße leben muss. Actually. Herr Magnificent! Still can afford a facelift and face feminization. Also jetzt er ist ganz konzentriert. Wir fahren nach Waldshut, habe ich gehört. Because the Doro Klinik und der Dr. Funk, they are gonna give me a new face. Also so, dass ihr euch vorstellen könnt, was Marvin will. Guck mal. Klick. Klack. Klick. Und auch seitlich von so. Klack. Klick. Klack. Wir sind jetzt in die Doro-Klinik. Es regnet gerade und wir sind in die Doro-Klinik angekommen. Himi! Guck, wir sind einfach nicht fokussiert. So, möchtest du etwas noch an meine Community mitteilen? Bevor das jetzt losgeht. She won't be the only plastic in the house, honey. Well, jetzt, dass ich nicht mal Implantate drin habe, ich bin komplett natürlich. Lass mich kurz anklopfen, bitte. An der Kunstzahn. Das Vorgespräch und alles findet ihr eh auf seinem Kanal. Bei mir wird ab morgen, so ab dem Mittag, spannend, wenn Miss Magnificent einfach the Swollen Princess ist. Wenn du morgen nicht geschwollen bist, ich bin enttäuscht. Bis morgen. Von der Seite so richtig schön übertrieben. Schön mit Lack. Die Schnauze gestrichen voll, matt durchs Leben zu laufen. Well, mit den glanzvollen Highlighter von Raffas Plastic Cosmetics wirst du auch in dein traurigen, freudigen, furchtbaren Leben wieder Glanz reinbringen und wie ein Stern glänzen, den du bist. Period. Anstatt deinen Psychiater anzurufen, geh auf Es ist gerade der nächste Tag, Freitag, dem 18. Februar. In einer Stunde fahren wir los, um Marvin zu besuchen. Marvin ist heute operiert worden. Und ich möchte einen schnellen Make-up machen. Ich werde meine Hinterteil von den Augenbrauen wegretuschieren und einfach super hohe Augenbrauen machen. Und so extra hohen Cheeks, so dass ich auch ausschaue, als hätte ich einen Facelift zum Support. Because Support ist kein Mord. Dann werde ich auch so einen Versace-Seidentuch Seidentuch rund um den Kopf binden und snatchen, so dass es ausschaut, als hätte ich auch einen guten Facelift gemacht. Ich bin irgendwie ein bisschen in Stress. Actually, ich war zu lange auf TikTok und jetzt hasse ich mich dafür, weil ich bin viel zu wenig vorbereitet. TikTok ist einfach das Schlimmste. TikTok ist ein Mess. Naja, Gott sei Dank ist bald dunkel. Bis gleich. Ich bekomme gleich einen Nervenzusammenbruch, because diese Augenbraue sieht actually okay aus. Aber diese, ich habe so viele Haare, es sieht wie ein Von weit weg am I giving the illusion of a facelift. Wenn man blind ist, bestimmt. Ich mache einen super langen, super gezogenen Eyeliner, was man nicht für beste Freunde macht. Voila. Wow. She is lifted by the gods and not by an ambulance. Okay, diese Augenbraue, really, wirklich hasse sie. I am really trying my best to give an illusion. Für die Überraschung für eine Sekunde, ich verbringe da Stunden.
So jetzt benutze ich Raffles Plastic Cosmetics, the highlighter Plastic Life, because it's really my favorite. Entweder Plastic Life oder Blending des Todes. Wenn ich zum Beispiel gebräunt bin, dann ist ich fall am Boden am besten. Aber wenn ich weiß, wie kacke bin, die zwei. Highlighter um diesen, weil ihr braucht ein bisschen Highlighter, um diesen Look noch mehr zu liften. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Gutes. Bitch, ich sehe wirklich aus, als hätte ich... Ich habe sogar meine Nase strenger konturiert. Ich habe auch mit Concealer wie einen Punkt in der Mitte gemacht und eine Linie. Ist very drag, dieser Look. Welcome, my queens. Also ich würde jetzt nicht Brot damit kaufen gehen, but I enjoy it. Nicht angepisst ausschaue. Mad. Ich möchte nicht sagen, dass ich iconic bin, but B-I-C-T-H. I am iconic. Ah! What the? Lips! The drama! Falls ihr das noch nicht gewusst habt, mit Raffles Plastic Cosmetics habe ich eine Lipglosses rausgebracht und das ist die Imaginary Boyfriend Collection und das ist eine von den Fotoshooting gewesen, so geh und kaufe es. Ich wollte euch was anderes zeigen. Ich werde diesen Blazer von Versace anziehen. Dazu ist es kurz, ist geil, aber ich muss das bügeln gehen, weil ich muss das waschen. Und ja, ich gehe bügeln, so dass ich wirklich wie eine strenge, reiche Dame ausschaue, die gerade ein Facelift gemacht hat. So, meine Kinder. Wir fahren gleich los. Ich habe jetzt mein Ding drauf. Ich sehe irgendwie wie die Königin Elisabeth, wenn sie ein Facelift gehabt hätte. Wir haben Hausfrauschuhe an. My face is beat. Ich bin nur nicht sicher. Ohne? Oh, seht ihr die Highlighter? Period. Oder mit? This we don't know, honey. This we don't know. Mein Gott, guck mal, wie geil. Entschuldigung. 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 Entschuldigung, Entschuldigung. Ach, meine geile Typen. Meine Kinder, es ist heute Sonntag und Miss Vivian und ich gehen wir jetzt Marvin besuchen und ich habe ihn noch nicht gesehen, er hat seine Verbände ab. Und er hat gesagt, ich muss meine Reaktion filmen, weil anscheinend gibt es viel zu staunen. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, meine Zähne sind dreckig. Oh mein Gott. Geh dann in dein Zimmer. Ich kann nicht mehr. Du hast das schwarze Ding drauf. Guck mal, der Drama. Ich kann schon jetzt nicht mehr. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Wieso siehst du wie Bella aus? Du bist so geschwollen. Hier. Ich klang. Alles noch da. Deine Augenbrauen. Da. Wow. The Space jetzt schon. Das ist oh mein Gott, du siehst so anders aus. Du bist so geschwollen, disbelief. Aber du siehst trotzdem für zwei Tage später. Wow, wow, they said click-clack, click-clack, honey. Wow, deine Augenbrauen sind so hoch, du hast so viel Speed. Und auch deine Haare sind jetzt so tiefer. Ich wünschte, ich könnte auch lachen. Und ich habe nicht mal ein Facelift gemacht. Dein Hut. Du bist bereit für Formel 1. Du lachst. Ich kann nicht mehr.